Der Beweis, dass dieser Ort in Vorzeiten bewohnt war, zeigt sich an den Megalithen, die sich außerhalb und in der Nähe der Ortschaft befinden. Der Menhir Kalamauri liegt in der Nähe des Industriegebiets und ist 3,70 Meter hoch. Seine Basis ist 50 cm breit. Auf seiner Oberfläche entdeckte man verschiedene kreuzförmige Inschriften. Der Menhir Lama befindet sich innerhalb des Wohngebietes auf dem kleinen Asiloplatz bei der Kapelle des heiligen Antonius Abate aus dem 16. Jahrhundert. Er ist 4,20 Meter hoch und seine Basis ist 30 cm breit. Der Bauernhof Minonna wurde nach dem gleichnamigen Menhir so genannt und liegt am Standrand der Ortschaft. Er ist 2,80 Meter hoch und seine Basis ist 50 cm breit. Auch die Masseria Cineo di Tamburino heißt so, weil sie der gleichnamige Menhir in der Nähe befindet. Er ist 1,90 Meter hoch und seine Basis 50 cm breit. In dem sogenannten Park der Erinnerungen steht ein alter Monolith, der früher nur eine Dekofunktion hatte und als Hosanna Menhir bekannt wurde. Der Menhir hat ein Kapitell mit einem Kreuz auf der Spitze. Auf dem Säulenfuß steht das Stadtwappen der Universitas, also der Gemeinde Melpignano, eine in eine Bienenwabe gepflanzte Pinie. Die kulturelle Erbe von Melpignano ist vielschichtig, was die Landschaft sehr interessant macht, die von der typisch ländlichen Architektur geprägt ist, die wiederum das Ergebnis tausendjähriger Arbeit der bäuerlichen Gemeinschaft ist.